Yo, Stardew Valley-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir sind immer noch in den Livestream-Aufnahmen und die Tage entwickeln sich rasant weiter. Der Sommer bietet so viele Möglichkeiten und wir haben so viele coole Feste und viele coole neue Möglichkeiten vor uns. Und ich sage nochmal Möglichkeiten und nochmal das Wort Möglichkeiten, um euch zu zeigen, wie rasant und actionreich das Spiel ist. Ich hab doch gar keinen Hahn. Wer kräht denn da immer? Was soll denn das? Das ist doch alles gar nicht wahr. Das ist alles gar nicht wahr. Ejo, ejo, die werden mich alle hier anlügen. Ejo, wie sieht das jetzt mit meinen... Peperonis aus. Ich habe Peperoni. Ich bin der Peperoni-King. Ich hab so Peperoni. Nein, 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 nein. Peperoni essen. Ui, cool. Wie cool. Schön. Weizen und so ein Zeug. Ja, geilo. Ja, sonst noch irgendwas ernten noch. Nee, 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 nee. Ja, dann wird jetzt mal gegossen. Beziehungsweise, nee, wir gehen jetzt erstmal Sachen verkaufen. Wartet, wartet, wartet. Wie immer bin ich paranoid und hebe mir wie viel Gold. Ich brauche eins normales Peperoni dafür. Ich brauche nichts davon dafür. Ich brauche nichts davon dafür. Ich brauche dafür nichts. Ich brauche hierfür nichts und dafür nichts. Das bedeutet, ich kann theoretisch bis auf eins Peperoni und eins von den anderen Sachen alle verkaufen. Ich kann alle verkaufen. Kann ich alle Probleme, ohne Probleme, ich kann verkaufen. Ist nichts schlimm, wenn ich verkaufen tue. Nichts. Ja, okay, das könnte ich mal fertig machen. Das sollte ich auch mal fertig machen. Aber das bedeutet, ich kann das alles rausballern. Okay, alles klar, Leute. Alles Klärchen, Bärchen. Dann machen wir das jetzt auch mal so. Halt. Ich werde das noch mit dem aufteilen. Also wir haben einen hiervon, einen davon. Dann hebe ich eins davon, da eins davon auf. Und jetzt eine normale für das Ding zum Spenden. Den Rest kann ich verkaufen. Wobei, ich glaube, ich sollte ja ein paar Peperonis aufheben. Weil die ja gut sind. Aber das mache ich dann später. Die wachsen ja nochmal nach. Weil die auch gut für Geschenke sind. Oh Gott, es gibt wieder so viel zu tun. Ich muss mal wieder so viele Dinge. Ich muss so viele Dinge denken, Leute. Mein Kopf. Mein kleiner Kopf ist mit so viel Informationen überfordert. Wir gehen jetzt shoppen. Jetzt erstmal gleich voll hart Shopping machen. So, können wir ja vorher noch was machen. Ja gut, es lohnt sich jetzt noch nicht shoppen zu gehen. Weil nämlich das noch gar nicht offen hat. Deswegen gehe ich jetzt. Guck mal, ich habe eine Technik, wie ich gieße. Hier schon mal den Boden bewässern. Dieses Ding, ehrlich, so weit ist. Oh, das ist nicht dein Ernst. Ich bin so blöd. Ich bin so dumm. Und ja, gut, dann gucken wir mal, ne? Das sieht halt wirklich schön aus hier, unser Feld. Super schön geworden, das alles. Gefällt mir. Oh, ja, es hat mir auch körperlich wehgetan. Seelisch, geistig, emotional in jeglicher Weise. Lass mich in Ruhe. So, und jetzt einmal hier runter noch. Mein kleines Gehirn ist überfordert. OT. Lasst mich und mein kleines Gehirn in Ruhe. Okay, jetzt muss ich mal Wasser aufnehmen. Sehr schön. Ja, wenn ich mal selber endlich Bewässerungsanlagen habe, ne, dann mach ich ja drei Kreuze, du. Wird noch eine Weile dauern. Guti, guti, guti. Guti, guti, guti. Ja, ist so hübsch jetzt. Ich muss mich umgucken. Sachen sammeln, Sachen einkaufen, vom Bus überfahren werden. Nee, doch nicht. Alles gut. So. Ja, also man braucht nicht viel aufheben. Mir nützt es jetzt am Anfang noch nichts, aber ich habe immer von jeder Sache auf jeden Fall eins. Falls doch mal jemand eine Quest hat, falls doch mal jemand sich irgendwas Spezielles wünscht. Sicher ist sicher. Weil das jetzt schon so oft vorgekommen ist, habe ich mich echt geärgert. So, wir müssen erstmal ganz lange, da ist Goose Geburtstag, wir müssen erstmal ganz lange nichts machen. Hallo, das ist so ein Ding. Schleimjäger zum Erlegen von 6 grünen Schleim in örtlicher Mine. Wenn wir mal wieder welche treffen, können wir das ja mal versuchen. So, ich gehe jetzt erstmal hier Ernteerzeugnisse verkaufen. Oh, hi. Na? Pierre, du bekommst von mir. Soll ich dir jetzt... Frage.
Hi, Stale. Frage, soll ich die jetzt verkaufen, alle? Also, ich meine, bis auf eine Sache. Warte mal. Eins. Das muss ich, glaube ich, im Gemeindezentrum abgeben und eins davon auch. Aber ansonsten, die kann ich jetzt, das hier kann ich alles verkaufen, ne? Ach komm, es wird ja sowieso wieder nach. Komm, weg damit jetzt. Jedes Mal so paranoid sein. Mich haben alle angeschrien, ich soll Blaubeeren kaufen. Die sind dann am 18. des Monats ready. Kann auch mehrmals geerntet werden. Dann machen wir das einfach. Das machen wir jetzt einfach. Ich habe ja von jedem schon mal was angebaut. Ich kaufe Blaubeeren. Wir müssen also. Sag mal, kommt ja auch wieder. Also im Zweifelsfall haben wir dann mal noch einen anderen Sommer. Machen wir einfach jetzt. Eiskalt. Hau mal raus. Zack. Bang. Pack. Weg. Ich. Gut. Ihr. Zack. Auf Zack. Bauen. Bauen an. Ernten. Säen. Alles klasse. Richtig gut. Stimmt, ich brauche 5 Goldkürbisse für das Center. Das muss ich mir dann auch noch organisieren. Naja, wir werden ja noch. Das ist ja alles nicht so eng. Das ist ja alles in einem gewissen Rahmen. Das. Alles cool. Oh, wer hat hier gerade subscribed? Feng Dev. Vielen herzlichen Dank fürs Subscriben. Willkommen im Igelbau. Kommen bei den Igelkindern. Hier sind alle schlau. Ich sollte das hier düngen eigentlich vorher, ne? Machen wir das jetzt auch gleich noch. Ich weiß nicht, ob er das nachträglich noch... Ich dünge jetzt. Ich gehe düngen. Wartet. Ich nehme den Billo-Dünger, weil ich mir den teuren nicht leisten kann. Ich kann das nicht nachträglich düngen. Na gut. Bin ich halt ich habe gedunkt. Gedunker. Wenigstens das hier, okay? Okay, hat das geklappt. Und ich bin noch nicht fertig. Warte. Zack, 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 zack. So. So. Ja, ein bisschen was vergessen, ne? Und übersehen und falsch gemacht, aber hey, was soll's? Ah, das ist euer Ernst. Oh, ich kann nicht gießen, ich bin einfach zu blöd dafür. Ich lasse das in Zukunft einfach. Kann alles vertrocknen, was soll's? Wozu brauche ich auch das Zeug, ey? Oh, das ist so traurig. Mr. Runnix, oh, du hast ja super ultra süßen, cuten Biber als Emote. So, ich bringe dann mal Sachen hier in entsprechend Kiste, damit wir haben von allem, habe ich so ein bisschen Aufbau. Wie war das noch mit dem, ich habe vergessen, Herstellung. Ich könnte auch zusammen herstellen. Stimmt, die müssen wir ins Gemeindezentrum bringen. Das bedeutet, ja, ich habe irgendeine Pflanze übersehen. Das müssen wir ins Gemeindezentrum bringen. Das müssen wir ins Gemeindezentrum bringen. Was war das andere noch? Ah, ich habe keine mehr. Doch, habe ich. Wir müssen die ins Gemeindezentrum bringen. Okay, alles klar. Wir werden... Oh, der Harz ist endlich mal fertig. Ach, das braucht man ja auch für diese... Ah, und jetzt noch eine Venusmuschel dazu, die ich dummerweise verschenkt habe. Blöd. Ja, da sollte ich mehrere von den Dingern machen. Ja gut, wir haben ja Zeit. Ja, was haben wir Zeit? Ich bin halt immer ein bisschen verwirrt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich habe Zeit, ich kann auch die Dinge machen, ich kann auch die Dinge machen. Ich ruhe Gras. Gehe jetzt mal nach unten. Wenn man übrigens hier kommt, auch so wieder gemischte Saat raus. Das ist auch so eine gute Sache. Da hebe ich mir aber welche für den Herbst auf. Glaube ich. Wir machen unten jetzt auch noch ein bisschen was kaputt. So... Genau, wir sammeln jetzt noch so viele coole Früchte und Blumen wie nur möglich und gehen zum Gemeindezentrum, geben das schon, oh, ich habe den Frosch erschreckt, geben da was ab und so. Hi, Günther! Jo, toll, ihr freut sich eine zu toll. Hier, da ist so eine Ümper, gehen wir da hin. Nein, und ich habe kein Geld. Hallo. Interessiert mich eh nicht. Aber ich habe... Aber trotzdem. Ach, Mann, oh. Jo, das ist jetzt so von.
Ach, Günther, soll er nicht immer so gemein zu mir? Nun geht's hier noch irgendwo hin? Wenn ich den Baum da wegmachen könnte, wahrscheinlich ja. Ich mache hier aber alles weg. Ich räume jetzt hier auf. Jetzt riecht sauber hier. Ordentlich. Guck dich das an. Zack. Weg. Weg damit. Schlimm ist das. So viel Unrat. Zack. Nee, baden gehen muss ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht vor, irgendwas zu tun, was mich viel Energie kostet. Diese Frösche immer, die müssten eigentlich noch zu Pokémon umtexturiert werden. Oh, der Müll da unten tut mir ja schon. Hast du eine Münze gebracht? Gut, ich verkaufe Hüte. Oh, ich hab. Tut mir leid. Oh, ich hab kein Geld. Oh, die Mützenmaus, wie süß. Oh, ist sie cute. Die Mützenmaus. Die Käppi. Oh, das ist Käppi. Ich will mich nur umgucken. Ich will keine Beeren übersehen. Oder Lauch. Hier unten habe ich mal Lauch gefunden. Das war cool. Pikachu. Oh, das war creepy. Da will ich nicht nochmal hin. Hier ist immer Lauch im Wachsen gewesen. Wieso? Es gibt kein Lauch mehr. Ah, nee, will Lauch. Ich gehe jetzt einen Baum fällen. In der Pampa. Einfach so, weil ich es kann. So viele Resubs, Leute. Ihr seid der Wahnsinn. Zack. Hier auch. Hier ist ja so viel. Da kann man auch mal ein bisschen Bäume fällen. Ne? Und ja, das war es aber anscheinend ein spannendes Ding. Kann nichts pflücken hier. Dann gehen wir jetzt ins Gemeindezentrum und geben erstmal ein paar Sachen ab. Da war auch. Genau, das mit den Nutzpflanzen. Okay, gut. Dann hole ich mir noch eine Pepe. Oh, hier ist was. Dann hole ich mir jetzt noch eine Peperoni. Eine Peperoni, die gute alte Sau. Marnie müsste ich mir. Ich müsste halt mich mit Marnie echt anfreunden. Ich glaube, die mag so auch Kekse oder Gebäck. Oder vielleicht, wenn ich von ihr einen Küken gekauft habe. Wenn wir von Marnie einen Küken gekauft haben, Leute. Wenn wir von ihr uns einen Küken geholt haben. Das erste Ei, das schenken wir Marnie. Ja, das erste Ei schenken wir Marnie. Ich glaube, da freut die sich. Also, ich würde mich halt auf jeden Fall mega freuen, wenn mir jemand das erste Ei schenken würde. Das klingt irgendwie falsch. Hier, Schatz, hast du mein erstes Ei? Danke, I guess. Das aber wieder da rein. Das kann da rein, das kann da rein. Das kann da rein, weil wir haben ja die. Und weiter geht's. Halt, Peperoni. 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 Muss man wieder auf den Chat achten. Oh nein, doch, jemand aus Versehen. Das Tab geschlossen. No! How could you? Da hast du 3 Sekunden verpasst. Magustrio, vielen Dank fürs Subscriben. Willkommen im Igelbau. Oh. Verdammt, sie hat mich gesehen. Entschuldigung, ich will gerne Müll. Ich bin Müllkontrolleur und passe auf, dass Dinge im Müll nicht überhand nehmen und. Ich, wenn was will, wir. Hab gedacht, der ist schon weit genug weg. Ponyppel. Okay, hier kann ich jetzt das anbringen. Ja, das kriege ich aber hin. Und ich brauchte. Was brauchte ich? Ja, ich brauche gute Melonen. Ich brauche richtig gute, dicke, geile Melonen. Im Spiel. Und hier haben wir die Bündnisse. Zack, zack und zack. Juhu! Sehr schön. Das hat auch schon mal gut geklappt. Juhu! So viel Sommersaat. Grinsemietz, danke für die Subscription. Ach, guckt mal, Leute. Wahnsinn, wie gut ist das bitte? Hier müssen wir auch noch ein bisschen sammeln. Das kriegen wir auch noch hin. Guck mal. Da gucken wir doch mal gleich, was ich da gerne. Ihr seid so süß. Ihr seid ja so süß. Oh, ihr seid so niedlich. Ihr seid so extrem cute. Okay, jetzt gibt es Färbemittel, Kochutensilien,
Feldforschung. Futter. Okay, wir brauchen also doch Weizen. Alles klar. Hätte ich mir fast gedacht, dass wir auch Weizen hierfür dann brauchen. Also sollte ich zusehen. 10 Heu, 10 Äpfel, 10 von jeder Sache. Das macht Sinn. Oh, dann können wir jetzt noch so viel Sommersaat ansehen. Sowas aber auch. Das finde ich jetzt aber super. Und wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Wir sollten uns aber ein bisschen aufchillen. Hier geht es nicht raus. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege heute Abend, das alles zu gießen und zu verteilen. Pikachu! Ja, ja, ich weiß, das habe ich gesehen, dass nur 3 Äpfel sind, aber die anderen 10 Sachen. Ich habe nur darauf eingegangen, dass man mir gesagt hat, man sollte so gucken, dass man immer so um die 10 hat. Das macht nämlich Sinn, weil ganz oft einfach 10 gefragt ist. Puck! Oh, I found a book! Oh, das waren wohl Bookworms. Ich habe ein verlorenes Buch gefunden. Die Sammlung wurde ja erweitert. Schön. Ich habe Bücherwürmer gefunden. Okay, gut, ist klar. Ich halte die Klappe. Ich sage auch nichts mehr. Ist gut. Ist gut. Man braucht halt immer ein ganzes Stückchen, bis man hier durchgelaufen ist, nur um seine Energie vollzufüllen, ne? Aber ja, ja. Alter, ich würde nie so ein Bikini tragen. Ich würde wirklich nie so ein Bikini tragen, wirklich. Abgesehen davon, dass ich kein Bikini tragen würde. Da ich zu den Menschen gehöre, die keinen sonderlich gut funktionierenden Magen haben, ich habe ja wirklich einen ultraflachen Bauch, weil ich ja schlank bin. Aber da ich, wann immer ich esse, anscheinend Luft produziere, die nicht mal irgendwo rauskommt, deswegen weiß ich gar nicht, wie ich die überhaupt je loswerde, habe ich immer einen Blähbauch. Und ich würde nie ein Bikini tragen, weil ich sehe einfach aus, als wäre ich im 8. Monat schwanger dann. Morgens immer super flach alles, schön, und ich denke mir, toll, gute Figur. Und abends dann nach dem Essen. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe ja jede Diätform, jede Sache weggelassen und so. Bei mir ist das Essen allgemein, egal was ich esse. Völlig irrelevant war es. Wirklich alles. Von kein Low Carb hin, auf keinen Fall Milchprodukte, nichts vegetarisch, vegan, Fleisch essen, nicht, hast du nicht gesehen. Das Einzige, wo das nicht passiert, ist mit Gemüse, ungesalzen, ungewürzt. Und das ist halt schon... Großer Vogel ist groß. Das war halt schon so ein bisschen nervig. Aber so ist das Leben halt. Keine Ahnung, vielleicht finde ich das ja irgendwann nicht. Ich versuche momentan meinen Magen auszukurieren mit Gemüse, dass er einfach sich mal regenerieren und erholen kann. Sollte weniger Eiskaffee trinken, ne? Eiskaffee schadet mir ironischerweise auch nicht. Lege. Nein. Ich meine jetzt Würzbeerengelee. Ja, gut. Das weiß ich gar nicht. Das mit der Saat wird jetzt aber schon so ein bisschen kritisch. Ich muss das halt jetzt wegmachen. Das wollte ich halt eigentlich nicht, weil das ist halt gratis Heu. Na gut, dann kommt das jetzt halt weg. Was soll's? Dann ist das so. Dann habe ich jetzt halt Swag und das kommt weg. Ich muss einfach gucken, dass ich das besser hinkriege. Eigentlich, solange ich keinen Zucker zu mir nehme und Low Carb lebe, geht es eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich in Ordnung. Wenn wir mal wieder hier so bei Honey jammert sind, ne? Das ist so ätzend, wenn man immer nur Schmerzen hat und nichts essen kann. Nix habe ich aktuell keine Schlafstörungen mehr. Ich bin nicht lebensfähig, Leute. Ich bin einfach nicht lebensfähig. Hier schon mal so ein bisschen. Da, ich stehe doch hier schon so. Dab, 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 dab. So. Ich sollte gucken. Alter, ist halt schon wieder so spät im Spiel. Da bin ich immer so ein bisschen paranoid. Hä, wo hast du denn hingegossen, du Lutscher? Das macht mich ja, macht manchmal. Manchmal möchte ich einfach. Manchmal frage ich. Manchmal will ich auch gar nicht wissen. Ich bin so froh, dass ich dieses Amulett habe, das ein bisschen Licht macht, ne? Ich werde morgen einfach nur gießen. Ich werde morgen nichts anderes machen, als den ganzen Tag zu gießen. Da. Gerade sagen, irgendwo muss es ja noch hingehen. Ich sehe mich morgen halt einfach die ganze Zeit lang im Spiel nur gießen. Ist so. Moment. Ich brauche mehr Harz. Wir müssen mehr harzen, Leute. Wir brauchen ein bisschen mehr Harz. Wunderbar, da ist das ganze Harz. So, dann machen wir ein bisschen Harz 4 hier hin. Also eigentlich Harz 12, weil wir machen 12 mal Harz.
Ja, heul nicht rum. Oh, noch ein bisschen zu viel gedacht. Okay, schnell gießen. Wenn ich mal schnell gießen könnte, ne? Brauch halt einfach immer 3 Jahre und 7 Monate und überhaupt. Und hast du nicht gesehen. Und ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ich gehe jetzt. Hey, ich werde morgen nur gießen, Leute. Ich werde nur hier Kätzchen. Gute Nacht.